Meine Gäste heute Morgen sind Frank Schneider und Christian Muche, die Veranstalter der DMEXCO. Herr Schneider, wie zufrieden sind Sie mit der DMEXCO 2010? Wir sind sehr zufrieden mit der DMEXCO 2010, insbesondere nach einem fulminanten ersten Tag mit unglaublich vielen Besuchern. Wir hatten ja im Vorfeld auch schon 355 Aussteller, mehr als 20% Zuwachs, einer super Stimmung, einer tollen Party gestern Abend und ja, der zweite Tag kann kommen. Ich glaube, hinter mir ist schon eine Menge los. Insofern große Zufriedenheit und gespannte Erwartung für heute. Was waren Ihre persönlichen Highlights, Herr Muche? Die Highlights, also jetzt weniger einzelne Programmpunkte, weil ich glaube, wir bilden hervorragend die gesamte Palette des gesamten Marketing und Media ab. Sicherlich mit dem Schwerpunkt der digitalen Entwicklung, aber die ja mittlerweile Einfluss auf alle Marketing- und Media-Kanäle hat. Das Highlight für mich ist zum einen dieser immense Zuspruch und zwar mittlerweile auch aus dem Ausland. Wir haben nicht nur im Vorfeld natürlich internationale Speaker organisiert, die auch allesamt gekommen sind, das ist das Schöne, sondern auch der Zuspruch von der Besucherseite her. Wir haben einen so groß gesteigerten Anteil an ausländischen Besuchern, schwerpunktmäßig natürlich aus Europa, aber eben auch aus Übersee, USA. Und das ist für mich ein Highlight, weil das zeigt, dass wir bereits nach einem Jahr im Begriff sind, nicht nur den Leitevent in Deutschland zu sein mittlerweile, sondern auch in Europa, wenn nicht sogar global zu werden. Herr Schneider. Ja, also ich kann mich da nur anschließen. Für mich ist das Highlight eigentlich die Messe an sich und die Messe selbst, weil wir schaffen mit der DMEXCO eine eigene Marke und daran arbeiten wir jetzt im zweiten Jahr und es scheint sich zu bewahrheiten, dass die Leute Vertrauen in diese Marke entwickeln und das werden wir jetzt noch weiter treiben. Nach der Messe ist ja immer auch vor der Messe. Was planen Sie für die DMEXCO 2011? Der Termin steht ja schon fest. Der Termin steht fest, insofern also bei dem Zuspruch müssen wir auch uns wirklich ab morgen früh im übertragenen Sinne damit beschäftigen. Wir werden sicherlich einiges optimieren müssen, ob des großen Zuspruchs. Das heißt, wir müssen hier die Formate so ausrichten, dass noch mehr Besucher, noch mehr interessierte Fachbesucher sich informieren können, live vor Ort. Wir haben ja 70 Seminare inzwischen. Es geht nicht darum, jetzt endlos die Anzahl zu erweitern, sondern wir müssen wahrscheinlich dann doch noch stärker Schwerpunktthemen bilden, uns noch etwas mehr fokussieren und besser abbilden. Wir werden aber durchaus auch darüber nachdenken müssen, inwieweit wir vielleicht nicht doch, der berühmte dritte Tag, jetzt nicht messeseitig, davon reden wir nicht, definitiv nicht, aber vielleicht kongressseitig, ob wir auf den dritten Tag inzwischen erweitern müssen. Das bedarf aber schon einer dezidierten Vorbereitung, es bedarf eines vielleicht auch speziellen Formates für einen solchen zusätzlichen Tag. Der zusätzliche Tag, wäre das dann quasi ein dritter Tag oder ein nullter Tag, wenn Sie den Dienstag noch dazu nehmen? Tendenziell wahrscheinlich reden wir eher von einem Tag davor. Aber das ist jetzt noch nicht abschließend. Also da bedarf es nochmal ein paar Analysen und auch Gespräche natürlich mit den Teilnehmern und mit unseren Verbandspartnern. Das machen wir nicht ganz im Alleingang, aber tendenziell natürlich eher ein bestimmtes Thema, ein Highlight in einem besonderen Format eher am Tag davor. Meine Herren, ich bedanke mich für das Gespräch. Sehr gerne. Danke.